Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, was man machen kann, wenn man Quests gelöscht hat, aus Versehen oder ja auch absichtlich, und man sie zurückhaben möchte. Denn in den Streams kommen immer wieder mal Leute vorbei, also die Streams auf Twitch, die ich ja veranstalte, und die fragen, hey, ich habe eine Quest gelöscht, ich wollte aber eigentlich die Waffe noch holen, wie kann ich das jetzt rückgängig machen? Nun, eigentlich relativ einfach. Variationen eines Themas nehmen wir jetzt als Beispiel. Wir lassen das mal zurück, wir löschen diese Quest in der Questbox, nenne ich es jetzt mal, und Artefakte der Eisernen Lords. Hier noch wichtig, 44% edle Taten habe ich schon gemacht, ne? Und das Ding hauen wir auch mal raus. Die zwei Namen muss man sich mal kurz merken, und wenn wir dann auf dem Turm sind, hier wo wir spawnen, können wir da vorne einfach runterlaufen. Denn hier unten haben wir die Möglichkeit, die Quest wieder zu holen. Gelöschte Quests oder Quests von früher sind nämlich in diesem Blueprint hier hinten abgespeichert. Die einen oder anderen wissen das nämlich gar nicht, dass hier noch ein Blueprint ist, wo das Ganze abgespeichert wird. Hier haben wir Artefakte der Eisernen Lords, können wir erwerben, und Variationen eines Themas. Das heißt, die zwei Missionen habe ich vorhin gelöscht und kann ich hier einfach wiederholen. Es sind noch ein paar andere dabei für die Jahr-2-Spieler, beziehungsweise das sollten, glaube ich, alle drin haben, denn die Quests wurden ja nicht in Jahr 1 gegründet, sondern sind dann mit Jahr 2 erst ins Spiel implementiert worden. Gut, wir haben hier natürlich jetzt wieder Variationen eines Themas, können da einfach weitermachen, und hier Artefakte der Eisernen Lords. Der Fortschritt, wie man sieht, die 44%, die sind leider weg, aber das ist ja nicht tragisch, Hauptsache man hat die Quest wieder. Gut, das war nur ein ganz kurzes Infovideo, damit jeder Bescheid weiß, wie man die Quest wieder zurückbekommt, wenn man beispielsweise die Stillpiecer-Mission gelöscht hat vom Waffenmeister oder so, oder für die Susano oder die Immobus-Schleife, wenn ich weiß, von was ich rede. In der Infokarte ist das Ganze verknüpft. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, lasst noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!